Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Top Champions League Orakel. Und die erste Champions League Woche ist rum und meiner Meinung nach war die erste Champions League Woche ja von den Namen her stärker. Mal gucken. Also das geilste Spiel, wie ich fand, war Paris gegen Barca. Ich war zwar für Barca, aber Paris hat sowas von zerstört. Das hat mir sehr gefallen, wie sie gespielt haben. Heute gibt es auf jeden Fall die Partie Leverkusen gegen Atletico Madrid und ich denke, dass Atletico gewinnt. Also ich bin natürlich für die deutsche Mannschaft, für Leverkusen, aber ich glaube, dass Atletico gewinnt und Leverkusen halt verliert. Ihr könnt natürlich wieder fleißig mittippen. Die richtigen Tipps werde ich in der Serie Oracle United am Freitag, jeden Freitag um 18 Uhr, einblenden. Drei Booster liegen bereit und mein Tipp ist, dass Atletico 1:2 gewinnt. 1:2 sage ich, ja. Und ich starte mit der ersten Halbzeit. So, schauen wir mal. Da haben wir als erste Karte von Club Brügge Refalov, dann Kolociak von Sevilla, spielt jetzt, glaube ich, bei Gladbach, wenn mich nicht alles täuscht. So, Jonathan Tah, das heißt 1:0, Leverkusen geht in Führung. Ist natürlich das Hinspiel, Rückspiel gibt es natürlich auch noch in Madrid in 2 Wochen oder in 3 oder so. 1:0, Leverkusen geht in Führung. So kann es natürlich weitergehen. Jansen, Tottenham, Mats Hummels, der hat die Haare schön und zuletzt Gonzalo Higuain von der alten Dame. So, die ersten 3 Kärtchen im zweiten Booster gehören ebenfalls noch zur ersten Halbzeit. Deswegen lege ich die letzten 3 hier schon mal weg. Zack, das sind die ersten 3 hier. Denis Suarez. Oh shit, Papadopoulos spielt jetzt beim HSV, aber hier natürlich noch als Leverkusener. Das heißt 2:0. Leverkusen, stark. Hätte ich nicht damit gerechnet. Samaris Benfica. Aber im Orakel ist alles möglich, Leute. Das heißt, zur Halbzeitpause steht es 2:0 für Leverkusen. Und wir springen in die zweite Halbzeit. Da starten wir mit Danny Drinkwater, Krychowiak von Paris und Rafa Varane als Winnerskarte von Real Madrid. Das heißt, wenn jetzt hier nicht eine Powerkarte oder so kommt, sieht es alt für Atletico Madrid aus. Schauen wir einfach mal hier rein. Wir starten mit Ricardo Quaresma von Beşiktaş. Dann André Horta von Benfica. Willems, der Außenverteidiger von der PSV Eindhoven. John Stones. Das Leicester-Logo und Man of the Match, Bayern 04 Leverkusen, Leute. Das heißt Doppelpack. Leverkusen gewinnt hier einfach in meinem Orakel. Leverkusen gegen Atletico Madrid mit 4:0. Werde damit gerechnet? Ich denke mal keiner, oder? Also mein Tipp am Anfang war ja 1:2 für Atletico Madrid. Ich hoffe natürlich auch, dass Leverkusen gewinnt, aber ja, wir warten einfach mal ab, Leute. Wir warten einfach mal ab. 20:45 ist natürlich Anstoß. Wir sehen uns nachher noch wieder beim nächsten Orakel, Leute. Es gibt ja immer 2 Orakels an einem Spieltag im Achtelfinale. Wir sehen uns dann nachher noch wieder in einer Stunde. Dann würde ich sagen, haut da rein. Bis gleich. Tschüssi.